Hey Leute, was geht ab? Heute öffnen wir mal wieder zusammen ein paar Lego Ninjago Trading Card Game Serie 3 Booster. Ihr seht schon hier zwei Multipacks. Hier unten sehen wir auch, das ist das Multipack 2. Davon gibt es eben zwei verschiedene Varianten. Der Unterschied zu den ersten Multipacks ist eben, dass bei den ersten Multipacks ja die limitierten Karten dabei waren. Und hier bekommen wir zwei coole XXL Karten. Der Preis ist gleich geblieben. Ein Multipack kostet immer noch 4,99 € in Deutschland und in Österreich und 7,50 Schweizer Franken in der Schweiz. Dafür bekommt man eben 5 Booster plus jetzt eine coole XXL-Karte. Links haben wir einmal Fisa Oni Kilo und rechts haben wir Ultra Power J. Und die Multipacks werden wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Okay, und dann starten wir mal mit dem ersten Multipack. Ich habe mal das hier genommen mit der Karte von Kilo. Die können wir auch mal kurz abtrennen. Die ist hier bloß an drei Klebepunkten fixiert, das geht ganz einfach. Und hier haben wir jetzt die Karte, das ist halt eine schwarze Folienkarte in XXL-Variante, also ein bisschen größer als die normalen Karten. Wir können nachher auch mal eine normale Karte zum Größenvergleich noch daneben halten, wie groß die dann wirklich ist. Also die ist schon ja recht groß und die Karte sieht natürlich auch ziemlich cool aus. Die schwarzen Folienkarten sind sowieso ja eine Neuerung eben in der Serie 3 und von der Optik her sehen die auch super aus. Vom Motiv her ist es auch cool hier, Kilo eben mit der Oni-Maske. Die Werte sind eigentlich auch ganz okay. Hier unten haben wir einen Powerwert von 101, einen Angriffswert von 91, in der Tempo hat er 71 und einen Abwehrwert von 78. Also eine ziemlich starke Karte und ich mag auch den Effekt hier. Man sieht so ein bisschen so einen Regenbogeneffekt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Sehr schön. Gut, und dann haben wir natürlich hier noch die 5 Booster. Die werden wir natürlich auch noch öffnen. Die sind hier wieder mit Tesafilm befestigt. Schauen wir mal. Okay, dann schauen wir mal, was wir in den Boostern drin haben werden. Es gibt zwei verschiedene Booster-Motive, die kann ich auch nochmal kurz zeigen. Einmal hier mit Jay und Kilo und hier drüben eben mit Lloyd und Garmadon. Die Booster sehen so aus, ich habe mal wieder richtig Bock, Booster zu öffnen, ehrlich gesagt. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. In einem Booster haben wir dann insgesamt 5 starke Sammelkarten. 250 gibt es insgesamt hier in der Serie zum Sammeln, plus eben noch die limitierten Karten und auch die XXL-Karten. Darunter sind 32 Spezialfolienkarten, 16 mega coole schwarze Folienkarten, also die, wie auch jetzt hier von Fisa Oni Kilo ist. Und noch 10 super starke Ultrakarten. Und wir hoffen natürlich, dass wir schwarze Folienkarten und Ultras in diesen Boostern drin haben werden. Schauen wir einfach mal und starten mit dem ersten hier. Da geht es los mit einer Basiskarte von Schülerin Nia. Dann haben wir Familie Scales. Hier ist eine umgedrehte Karte. Das ist Pläne schmieden, eine Aktionskarte mit Lloyd. Dann haben wir hier eine weitere Aktionskarte, der Zeitschlag. Hier unten steht auch immer, was das dann für eine Auswirkung hat. Und die letzte Karte ist hier eine normale Folienkarte von Mega Duell Nia. Noch ein schöner Glitzereffekt auf jeden Fall. Schauen wir mal in das nächste Booster. Hier haben wir Jay und Kilo vorne drauf. Schauen wir mal, was wir drin haben. Es geht auch wieder los mit einer Basiskarte von Flinker Sane. Dann haben wir Zeitklingen Crux. Hier haben wir ein Teil von dem Puzzle. Hier sieht man Lloyds Nachtflitzer. Dann haben wir hier eine Aktionskarte eingeklemmt und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Eine der schönsten Ultras, wie ich finde, von Ultra Power Harumi, hier im Prinzessinnen-Outfit noch. So sehen die Ultras aus. Hier sieht man auch ein bisschen den Regenbogeneffekt im Hintergrund. Die Ultras haben sich zur Vorgänger-Serie, zur Serie 2, nicht sehr verändert, aber ich finde, es muss es auch nicht, weil die einfach cool aussehen. Und jetzt können wir ja auch nochmal kurz einen Vergleich machen zu der XXL-Karte. Also ihr seht schon, die XXL-Karte ist deutlich größer als eine normale Karte. Das ist schon ziemlich cool. Gut, weiter geht's dann mit dem nächsten Booster. Hier haben wir wieder Lloyd und Garmadon vorne drauf. Und jawohl, perfekt. Hier haben wir eine schwarze Folienkarte. Hier ist auch Kilo drauf, aber dieses Mal unheimlicher Kilo. Von den Bösewichten gibt es ja auch, ich glaube, zwei verschiedene Varianten. Und hier sieht man eben die beiden ja, Varianten. Einmal eben in der XXL-Version und einmal in der normalen. Unheimlicher Kilo, eine schwarze Folienkarte. Die sieht eben ja in groß cool aus und in klein natürlich dann auch. Die packen wir hier mal in die Mitte. So, dann haben wir hier wieder ein Puzzleteil. Da sehen wir den Kai. Hier, das ist auch ein Puzzleteil von einem aus dem Ninjago Movie. Dann haben wir hier eine Basiskarte, erwachte Statue und noch geheimer Ninja Sane.
die letzte Basiskarte aus diesem Booster. Ich muss aber schon mal sagen, dieses Multipack ist auf jeden Fall schon mal, ja, hat sich gelohnt, weil es eine gute Ausbeute hier mit einer Ultra und einer schwarzen Folienkarte und natürlich der XXL-Karte. Machen wir mal das nächste Booster auf. Das ist irgendwie ziemlich dick. Hier könnte eine Anleitung drin sein. Und ja, hier haben wir die Spielregeln, die sehen so aus. Da kriegt man eben noch ein paar Informationen, wie eben gespielt wird. Dann haben wir hier Schüler Sane, mächtiger Garmadon. Hier haben wir zwei Karten, die zusammenkleben. Eine Aktionskarte gefesselt. Dann eine weitere Aktionskarte nach dem Weg suchen. Und die letzte Karte ist Mega Duell, geheime Ninja-Einheit. Eine Spezialfolienkarte. Auch ziemlich cool, die kommt dahin. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Booster aus diesem Multipack. Hier haben wir nochmal Lloyd und Garmadon vorne drauf. Und vielleicht bekommen wir noch eine Ultra oder eine schwarze Folienkarte. Das wäre auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Aber die Ausbeute bis hierhin ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut. Hier haben wir eine Basiskarte von Cooler Cole. Dann haben wir Entschlossener Jay. Da hinten glitzert schon wieder. Ich glaube, wir haben Glück. Hier haben wir noch eine Aktionskarte und zwar den Zeitstrudel. Dann haben wir hier eine weitere Aktionskarte, den Streit mit den beiden Vermilion. Und es ist doch nur eine normale Folienkarte von Super Nias Speer-Action. Aber das ist vollkommen okay. Ich zeige euch nochmal kurz die zwei besonderen Karten. Also einmal die Ultra Power Harumi-Karte und unheimlicher Kilo. Und natürlich auch nochmal die XXL-Karte von Fieser Oni Kilo. Okay, weiter geht's dann hier mit dem zweiten Multipack. Hier haben wir die XXL-Karte von Ultra Power J. Die schauen wir uns auch mal kurz ein bisschen genauer an. Die ist auch wieder bloß an drei Klebepunkten befestigt. Die ging auch wieder recht leicht ab. Die sieht auch super aus. Hier sieht man einen kleinen Unterschied zwischen den normalen Ultra-Karten und eben dieser XXL-Karte, weil die hat einen goldenen Hintergrund und die normalen XXL-Karten haben eher einen silbernen. Und das finde ich sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Er hat die Nummer 36 und auch hier sind die Werte richtig gut. Vor allem der hier oben 107, der Tempowert. Ansonsten die anderen Werte mit 82, 65 und 76 auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir in diesem Multipack genauso viel Glück haben wie in dem ersten mit einer Ultra und einer schwarzen Folienkarte. Da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Booster. Da ist Lloyd und Garmadon vorne drauf. Und wir schauen mal, was drin ist. Hier geht es los mit einer Basiskarte von Weiser Meister Wu. Dann haben wir hier die jungen Crux und Acronix. Das hier ist ein Puzzleteil. Da sehen wir wieder einen von der Shark Army. Dann haben wir den Robo-Hai, ebenfalls aus dem Ninjago Movie, ein Fahrzeug. Und hier geht es schon sehr, sehr gut los, richtig cool, mit einer schwarzen Folienkarte von unheimlicher Luke Cunningham. Auch eine ziemlich coole Karte. Hier passt es. Die rosanen Details ganz gut zu seiner Jacke hier. Und ja, der Effekt sieht sowieso cool aus, habe ich ja vorhin schon gesagt. Richtig guter Start. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In dem nächsten Booster oder auf dem nächsten Booster haben wir Jay und Kilo vorne drauf. Und wir schauen mal, was drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Spielanleitung, eine Spielregel. Dann haben wir hungriger Vermilion, hinterhältiger Dr. Sanders, der Jetblitz, ein Fahrzeug. Das ist übrigens ein ziemlich cooles Set. Ich kann euch da mal die Review zu dem Set verlinken. Das hat mich echt überrascht. Also das ist ein Set eben aus einem Ninjago Movie. Und es ist ziemlich cool, weil ich dachte, die ganzen Antennen hier an der Seite, die werden leicht oder die würden leicht abgehen. Aber das ist richtig stabil, hat coole Funktionen und ist gar nicht mal so teuer. Dann geht es weiter hier mit der Aktionskarte Raketenabwehr. Und die letzte Karte ist hier Mega Duell Garmadon, eine Spezialfolienkarte. Auch ein cooles Motiv auf jeden Fall. Du kommst mal hier hin. Dann geht's weiter mit dem nächsten Booster. Hier haben wir Lloyd und Garmadon vorne drauf. Und mal schauen, was wir drin haben. Hier geht's los mit lockiger IT-Nerd. Dann haben wir wütender Crux. Überwacht eine Aktionskarte. Die Turboqualle, ein Fahrzeug. Und noch eine Spezialfolienkarte Super Nier Speer Action. Die hatten wir vorhin, glaube ich, im anderen Multipack auch schon. Du kommst dahin, dann geht's weiter schon mit dem vorletzten Booster. Eine Ultra wäre auf jeden Fall noch cool oder vielleicht noch eine schwarze Folienkarte. Schauen wir mal. Hier haben wir auch wieder eine coole Karte, haariger IT-Nerd Steve. Ist auch eine coole Minifigur, die gibt es auch als Lego-Minifigur. Die ist bei Garmadons, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Set heißt, Garmadons Festung oder so. Auf jeden Fall auch ein Set eben aus dem Ninjago Movie. Dann haben wir hier junger Meister Wu.
verkleidete Ninja. Das hier ist ein Puzzleteil. Oh, dann hinter sieht schon wieder gut aus. Hier sieht man zwei Typen von der Shark Army. Und hier haben wir Fisa Garmadon. Die nächste schwarze Folienkarte. Und das ist eine, ja, der schönsten Karten, wie ich finde, oder der coolsten, weil Garmadon eben auch komplett in schwarz ist und die schwarzen Folienkarten eben diesen schwarzen Effekt haben. Das sieht ziemlich cool aus. Zudem ist die Karte auch richtig stark hier. Ein Angriffswert von 107. Das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Richtig cool. Perfekt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Booster. Hier haben wir nochmal Lloyd und Garmadon drauf. Wenn hier nochmal eine, ja, Ultra- oder schwarze Folienkarte drin wäre, wäre es natürlich ziemlich cool, aber so bin ich auch richtig zufrieden mit den beiden schwarzen Folienkarten. Los geht's hier mit Faulenzender Samurai X. Dann haben wir verrückter böser Skip. Das hier ist ein Puzzleteil. Da sehen wir den Arm von Meister Wu. Dann haben wir die Aktionskarte Kraftkick. Und jawohl, sehr cool. Auch eine ziemlich coole Ultra-Karte. Ultra Power Team Jay und Zane. Passt eigentlich auch ganz gut hier zu der XXL-Karte. Und hier seht ihr jetzt nochmal kurz den Unterschied. Also bei den normalen Ultra-Karten ist der Hintergrund ja eher so silber. Und bei der XXL-Karte ist er dann eben in Gold. Und die Karte ist auch richtig cool. Hier haben wir eben Jay und Zane mit einem auch sehr hohen Wert hier oben mit 107. Also das war echt ein überraschend gutes Multipack mit einer Ultra-Karte und zwei schwarzen Folienkarten. Also richtig cool. Plus natürlich die XXL-Karte hier von Ultra Power Jay. Okay, und das waren dann mal die beiden Multipacks mit den beiden neuen XXL-Karten Fisa Onikilo und Ultra Power J. Mir hat Spaß gemacht, mal wieder ein paar Booster zu öffnen und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Ausbeute. Hier seht ihr auch nochmal die schwarzen Folienkarten und die Ultras, die wir jetzt aus den insgesamt 10 Boostern rausbekommen haben. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu den beiden neuen XXL-Karten unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch kostenlos machen. Aktiviert dann am besten auch noch gleich die Glocke, dann bekommt ihr meine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.